Damit steht mein Kanal gut, weißt du? Mach doch mal mit deiner Frau auf Rockabilly das Auto. Also, ja, meine Frau hat keinen Bock auf Rockabilly. Die ist halt kein Rockabilly. Ganz einfache Geschichte. Also diesen Scheiß, den ich lebe, lebt meine Frau halt nicht. Die ist ein bisschen anders. Bin froh, dass sie mal Volvo fährt. Ich finde Fußball scheiße, Patrick, total. Überhaupt, mach ich überhaupt nicht. Ihre Spezialbaustelle hier. MZ. Kommt übrigens morgen ein Video zu, tatsächlich. Sehr special. Sehr, sehr special. Heiß, Alter. Schlaf gut. Nachmittags. Einfach am Ende. Das ist eine andere Dose. Hä? Die habe ich auf irgendwo so ein Trabi geparkt, ne? Ja, ich glaube auch viele werden den Screenwerf schauen. Ich denke auch. Ich würde heute Abend wahrscheinlich zocken. Stattdessen. Denke ich mal. Weil jetzt ist es ein bisschen wärmer. La 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 la. Übrigens das letzte Mal, dass ihr im Livestream die Autos seht. Hier auf dem Hof. Weil morgen geht's los und die ganzen Kisten verschwinden von hier. Der wird verschwinden hier, der rote. Der ist weg. Der wird verschwinden. Die wird man auch nicht mehr sehen erstmal. Ne? Dann. Der bleibt. Den will ich machen. Die Autohandelsgurken hier auch. Der wird nächste Woche, geht er wieder weg, weil die Frau möchte ihn doch behalten jetzt. Ehrlich jetzt, die will ihn doch behalten. Hat sich jetzt entschieden tatsächlich. Läuft. Der hier, der ist schon weiter als er denkt, der Mercedes, aber ich will noch nicht spoilern für euch. Dann haben wir hier den Saab und den Polo, der wahrscheinlich auch ins Außenlager wandert. Die Karosse bleibt hier. Die wollen wir machen für den nasenlosen Trabi, aber der nasenlose Trabi, der da steht, der geht auch weg. Verschwinden erstmal vom Hof. Der Hof ist mir einfach viel zu voll. Viel zu nervig voll. Das geht mir dann voll auf den Sack. Weißt du? Das geht mir voll, wirklich voll auf den Sack. Das ist unglaublich, aber das ist viel zu viel Scheiße hier. Jetzt habe ich für den hier Spezialwerkzeug bestellt. Für die Hinterachsbuchsen und Hinterachsbuchsen, damit wir das Ding endlich irgendwie hier voneinander tüdeln. Aber gucken, das so weit haben wir auch nicht. Tatsächlich mit dem Gewährleistungsfall Spezial. Der hier landet in der Halle. Der Kronweg jetzt. Den habe ich jetzt nur noch tatsächlich die letzten Tage als Anhänger-Bitch missbraucht. Weil ich habe den Volvo jetzt und fahre jetzt im Volvo auf Gas. Und der hier steht halt jetzt nur noch hier auf dem Hof als Anhängergurke. Bis 1. Dezember. Weil, seht ihr, Saisonkennzeichen, ne? Und 1. Dezember kriegt er einen Tag vorher noch in der Wäsche und dann geht er in die Gurkenhalle rein. Dafür geht eine andere Kiste aus der Gurkenhalle ins Außenlager. Damit der halt weiter tüdeln kann. Damit der halt wieder trocken stehen kann. Den wollen wir ein bisschen, der muss warten auf Saison jetzt. Den würde ich mal machen, den Trailer der nächste. Der sieht ziemlich scheiße aus. Da sind die Züge in den Arsch. Guck mal, hier ist ein Zug gerissen letztens. Seht ihr da unten? Da bauen wir einen Zug rum. Das ist ein Zug von der Bremse. Das ist nichts gut, weil jetzt habe ich nämlich gerade nur drei Bremsen am Trailer. Müssen wir dringend beigehen und müssen alles neu machen. Das nervt. Hier, Kevin sein Audi, der wird morgen abgeholt. Hat ein neues Moorlager bekommen. Ich habe ihn so Moorlager gesponsert noch. Das linke, also Fahrtrichtung war kaputt. Der Anhänger ist fertig. Den können wir auch wieder mitnehmen. Seht ihr hier, wenn ihr jetzt hier hinten reinguckt. Seht ihr die neue Schifferkette. Der kann wieder weg. Das Thema hat sich erledigt. Nee, der Trailer bleibt. Ich habe mal geguckt im Internet, wie mein Alter. Das macht keinen Sinn, neuen Trailer zu kaufen oder neuen gebrauchten Trailer zu kaufen. Das lohnt sich nicht, Alter. Dann kann man mal ein paar neue Züge in den einbauen. Oder mal einen Tag daran rumtüdeln, ist ja wieder gut. Aber die Winde ist zu klein, Alter. Ich habe eine scheiß Winde gekauft. Ich kaufe eine größere Winde. Das Blaulicht funktioniert, klar. Aber das haben wir extra abgedeckt. Der Mutter hat nämlich nicht hier... Kein Grund ist, dass ich in Dortmund jetzt letztens gewesen bin, den Knast damit zu gönnen. Hier, die Ape hier. Ich bin noch ein bisschen hin und her tüdeln. Ich habe hier, wer ist der hier? Alexandro oder wie heißt der nochmal? Hier, die Ape-Schrauber. Alexandro, glaube ich, ne? Der war nicht ganz in Ordnung. Ach, mein Schatzi. Mein Johnny Boy ist auch da. Mein Philipp Schatzi. Mach dich mal blau, da können wir dich besser erkennen. Ne? Pass auf. Auf jeden Fall habe ich ihn angeschrieben. Per Instagram, ob er nicht meine beiden Apen machen möchte. Ich habe ja die rote Ape,
Die rote Ape, die hat ja Probleme mit der Kupplung und sowas. Das seht ihr später im Fernsehen, da mache ich kein Video zu dann. Geht nicht anders. Und ich habe meine olivgrüne Ape, die hat hier Probleme mit ihrem kompletten Leben. Ich will keine E-Winde am Trailer. E-Winde ist der größte Schrott, den du haben kannst, weil das hat nicht immer ein Auto davor, was auch der Checker dafür hat. Weißt du? Deswegen keine E-Winde, das ist Müll. Ehrlich. Also lieber eine Handwinde, eine große. Auf jeden Fall, die hier hat ein Leckenproblem. Die haut aber gleich das Strom drauf, kriegt gleich die Sicherung raus und ist Feierabend. Zum Kotzen. Wir haben da tatsächlich, Winnie war auch schon dabei. Moin Hamburger Jung, der war Ewigkeiten am Tüdeln. Nee, die Kupplung bei der anderen Ape geht aber nicht. Das wisst ihr ja gar nicht, weil ich gar kein Video davon gemacht habe. Weil es halt Fernsehgeschichte gewesen. Seht ihr, wie gesagt, im Februar. Die Kupplung von der Ape auf jeden Fall. Die Scheiße. Obwohl die erste Folge, da könnt ihr eigentlich sogar. Warte mal ab! Ne? Also, hier, 31. Dezember, ne? Neujahr, wird die erste Folge für den Bums. Auf jeden Fall haut die Sicherung gleich raus. Machst du Strom drauf, PAM! Durch. Und das Problem ist, dass irgendwie so ein Kabelklaus drin. Hatte ich überlegt, habe ich ihn angeschrieben, ich sage, pass mal auf, ich komme aus deiner Nähe, er ist echt nicht weit weg von mir, ne? Ich sage, ich bin der und der. Wie wär's, wenn wir einen Deal machen? Du fummelst mit meinen beiden Arten zusammen. Weißt du, ich kann ihn ja auch bringen, ne? Auf dem Abschleppwagen oder was. Und hier, er kann dafür die alte Ape von Degenhardt haben. Die Kaffeetisch-Ape. Die hat Papiere, alles, die hat nur keinen Motor. Und hier, dann muss ich die nicht auf den Dachboden stellen, weißt du, weil ich die eh nicht fertig kriege. Von Marco, die, wisst ihr, was ich meine, ne? Die hinten als Tischfarbe, ab da war kein Platz mehr dafür. Dieser Platz wird sich voll am Ende jetzt. Da kann er die haben dafür und dann haben wir so einen lustigen Tauschstil. Er hat lustige Videos und hier, ich habe lustige Videos. Und hier, ich sag mal, letztendlich habe ich dann am Ende fahrende Apen. Und er hat eine Ape, mit der er arbeiten kann, die nämlich auch so ein scheiß Dingsen drin hat. So ein scheiß hier, wie soll ich sagen, scheiß Papiere. Weil Papiere von der Ape gibt es nicht immer. Wie gesagt, das war so eine Idee. Wenn das nicht klappen sollte, landet die entweder bei uns auf dem Dachboden. Ne? Bei uns auf dem Dachboden. Oder, weil die ist ziemlich verlegt, hat Gordon schon alles rausgetübelt. Oder die landet im Außenlager. Eins von beiden, mal gucken. Weil, dass die jetzt hier auf dem Hof rumsteht und vergammelt, das ist nicht Sinn der Sache. Weil das Ding ist wirklich rostfrei. Eine rostfreie Ape, die will ich definitiv nicht hier vergammeln lassen. Das ist nicht der Sinn. Weißt du, finde ich scheiße. Mach nicht rein. Das sind die beiden Varianten, die ich habe. Mal gucken. Ich habe ihn gestern Morgen geschrieben. Gestern Mittag geschrieben. Er hat noch nicht geantwortet. Also die Chancen sehen nicht gut aus. Scheinbar hat er keinen Bock. Mal gucken. Die Ape, die habe ich, genau, die gab es im BMW dazu damals. Ne? Das ist das Ding halt. Ne? Also so ungefähr läuft das. Das war so meine Idee, weil er hat auf jeden Fall dann lustigen Content, sozusagen so Marco-Max. Und hier, und ich habe eine Hilfe, die ich gut gebrauchen kann für eine Scheiße, die momentan viel zu viel Arbeit ist. Weißt du, momentan haben wir einfach den ganzen Laden voll mit Arbeit und nichts fertig. Und Alter, wenn wir die Ape von Degenhardt mal machen, wenn wir den Motor für kriegen sollten oder die irgendwo hinstellen. Und ich stelle ja selber Träger in Friedeburg irgendwo, auch so eine Idee tatsächlich. Aber irgendwie, es ist irgendwie nicht das Ding, finde ich. Finde ich irgendwie ein bisschen schade darum. Weil wie gesagt, eine rostfreie Ape als Teilträger irgendwo hinzustellen, das machen wir auch nicht unbedingt. Das ist eigentlich Kacke. Das meine ich damit. Ich weiß nicht. Keine Ahnung. Was meint ihr? Das ist irgendwie schade drum. Und ich meine, wegschmeißen tue ich die sowieso nicht. Atmen schmeißt man nicht weg. Das ist Kacke. Ich habe meine Haare gegielt. Klaus, richtig einen drauf gegielt. Alles, was geht. Ich weiß nicht. Wie gesagt, das ist das Thema halt. Und das ist so ein bisschen so, das hat mich so ein bisschen beschäftigt. Ne? Weil atemtechnisch, wie gesagt, die rote will ich immer mal verkaufen. Wäre ganz schön, wenn die mal loswerden würde irgendwann. Die Olivgrüne will ich behalten. Die ist ja meine Ape, die ich auch immer fahre. Die fährt aber aktuell nicht. Und die andere da hinten, die ist halt als dauerhafter Teileträger und so, ist ein bisschen schade. Ne? Muss nicht sein. Und ich, Alter, ich stecke in der roten Ape schon mit über 2000 Euro drin. Ich glaube so 2, 3 oder sowas. Die tut richtig weh, Mann. Richtig scheiße.
Irgendwann, wenn du noch so Rentnerteppiche hast, diese komischen Perser-Verschnitte, immer, die lege ich immer irgendwo hin, ich finde die lustig. Ich bin Perser-Fan. Ich finde die geil, auch wenn die natürlich dann hier ihren Tod sterben, ne? Ist klar, auch nicht überreden. Aber ich bin Fan davon. Ja, das ist das Thema, das weiß ich nicht. Das ist ein bisschen strange halt, ne? Wir haben so viele Dinger momentan, so viele Baustellen. So viel Scheiße aktuell. Ich habe geschrieben, mein Titel überfordert. Ja, momentan bin ich so ein bisschen überfordert, weil ich gar nicht weiß, was ich zuerst machen muss. Ich muss erstmal das machen, was mir persönlich am meisten Kohle bringt. Das heißt, die Autohandelsautos. Aber wir müssen es trotzdem mal irgendwie hinkriegen, dass wir mal irgendwie dieses scheiß Tor da reinschneiden, in die Werkstatt rein und da irgendwie erstmal irgendwie so ein scheiß Dings noch raustüdeln, was wir mal in der Werkstatt rausbauen. Alter, Henny, Grüße zurück, Mann. Bist du im Dienst oder was? Arschgarde. Scheiße. Aber heute sehen wir uns nicht, heute fahre ich ja nicht lang. Obwohl, ich fahre ich ja Volvo. Ey, Alter, ich bin fast in der Nähe. Ich bin heute leer auf dem Weihnachtsmarkt. Hier sehen wir uns ja auf der Autobahn. Wäre ja, ziemlich lustig, wenn du mich anhalten würdest. Ich würde dich feiern. Volvo-Scheck. Der K30 läuft noch, klar, Dominik. Ingo, gute zurück, Mann. Antonio, Daumen ist gut, genau, da hast du recht. Hasis, wenn Daumen hat, drück mal einen rein. Vielleicht klappt man die 500 Zuschauer noch heute. 500 Zuschauer wären sehr geil. Meine Frau holt mich ungefähr in einer Stunde ab. Also, wir haben mehr als genug Zeit, dafür wir rumtüdeln.